Hallöchen, willkommen zu Banners of Ruin. Ich weiß nicht ganz genau, was auf mich zukommt. Ich weiß nur, es hat süße Tierchen. Es ist mittelalterlich angehaucht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob, aber ich glaube, es ist ein Deckbuilder. Ich habe das schon eine Weile in meiner Bibliothek und ich dachte mir, ja komm, ob ich jetzt Gordian Quest spiele oder das hier. Wir fangen mit Banners of Ruin an. Ich habe noch gar nichts gemacht, nicht mal einmal ins Ingame geguckt, das heißt, wir haben auch, ja gut, es ist auf jeden Fall ein Deckbuilder. Ich habe hier gar nichts. Aber interessant, dass es ungebunden Bär, Wolf, Hase, Biber, Wiesel und Maus gibt. Mal gucken, was wir da alles hinbekommen. Ich weiß nicht, wie umfangreich das Spiel ist, aber wir gucken einfach mal rein. Eine neue Kampagne. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Tut spielen. Aber interessant, hier hast du schon mal Maus und Bär. Die Talente und passiven Fähigkeiten von Mäusen sind auf Mehrfachangriffe ausgerichtet. Und die Talente und passiven Fähigkeiten von Bären sind auf hohen Frontschaden ausgerichtet. Was gibt's denn noch? Achso, du hast momentan nur Maus und Bär. Nö, ich spiele das Tutorial. Ich habe nämlich absolut keinen blassen Schimmer, was auf mich zukommt. Banners of Ruin. Die Schwarzfüße haben einen vernichtenden Schlag durch das furchterregende Haus Ender erlitten. Landon sinnt nach Rache. Dir und seinen anderen Mitstreitern wurde aufgetragen, die edle Stadt Dämmerburg in die Knie zu zwingen. Doch eure Chancen stehen schlecht. Ach, man muss direkt hier draufklicken, okay. Hier oben haben wir die Truppeninformation. Diese Leiste zeigt die Anzahl der Karten in deinem Deck, die Anzahl von Mitgliedern in deiner Truppe und die Floren in deinem Besitz an. Ach, Floren sind dann wohl das, ja, die Währung. 9 Karten, ein Truppmitglied. Dein Deck einsehen. Einfach hier draufklickern. Versuche das Decksymbol zu klicken. Zack. Gut. Das sind alle Karten, die du mit dir ins Gefecht führst. Einschließlich jeglicher Karten, die deine Charaktere mit sich tragen. Letztere verschwinden beim Tod dieser Charaktere aus deinem Deck. Dann die Truppe einsehen. Klick auf das Truppensymbol, um die Truppansicht zu wechseln, um deine Charaktere einzusehen. Hier. Hier kannst du alle Charaktere in deiner Truppe sehen. Im Moment ist deine Truppe klein und in schlechter Verfassung. Versuche deinen Charakter auszuwählen. In dieser Ansicht siehst du alle Karten, die dein Charakter ausgerüstet hat. Dieser Charakter hat schlichtes Beil als seine primäre Waffenkarte ausgerüstet. Okay, da sieht man auch schon hier so ein bisschen, was los ist. Wird uns bestimmt auch gleich erklärt. Beil ist eine einhändige Axt, wie du in der oberen rechten Ecke... Naja, Axt. Der Karte sehen kannst. Der Sekundärplatz ist frei und der Charakter könnte eine weitere einhändige Waffenkarte ausrüsten. Zweihändige Waffen, Großäxte, Zweihände und so weiter belegen beide Waffenplätze. Gut. Kann man wahrscheinlich auch irgendwann mal so ein Schild mitnehmen oder so. Deine Kampagne wird dich durch mehrere Straßen führen, an deren Ende dich jeweils ein Elitekampf erwartet. Ach, das sieht man dann hier. Straßen und Pfade. Jeder Pfad einer Straße führt zu einem Dienst. Kann man nicht drüber haben, gut. Sobald du einen Dienst in Anspruch genommen und den Elitekampf bestanden hast, gelangst du in die nächste Straße. Kampagnenkarten. Alright, alright, hier wird sich zugeschissen mit Zeug. Sieht aus, als versperrten dir einige Wachen den Weg. Die Karten links und rechts verfügen über Zähler. Sobald du eine Karte ausgewählt hast, gehen die Zähler auf den verbleibenden Karten nach unten. Wenn sie auf Null sinken, werden sie aus der Straße entfernt. Moment. Gucken wir, jetzt wird uns gleich noch erzählt werden. Heilen. Dein Charakter ist schwer verwundet, du solltest das heilende Gebräu wählen und dich heilen, wenn du den nächsten Kampf überleben willst. Heilendes Gebräu sieht aber auch ein bisschen seltsam aus. Ne? Oh, Truppe zu 100% heilen. Das letzte verbleibende Schwarzfußbräu, das du mitgenommen hattest, droht auszulaufen. Doch die faulige Flüssigkeit wird immer noch ihren Dienst tun. Okay, dann ist das auch auf Null und, okay, gut. Du musst deinen Begleiter finden, der irgendwo auf dem mittleren Pfad auf dich wartet. Um auf diesen Pfad voranzukommen, musst du diesen Kampf bewältigen. Ja dann. Wappne dich für den Kampf. Gut, Vitalität und Rüstung. Vitalität ist die Gesundheit eines Charakters. Fällt sie auf Null, stirbt dieser Charakter und wird aus deiner Truppe entfernt. Vitalität bleibt über Kämpfe hinweg bestehen. Abwehr wird von der Rüstung eines Charakters gewährt und blockt Schaden ab. Sie wird zu Beginn jedes Kampfes neu verliehen. Im späteren Spielverlauf kannst du bessere Rüstung finden. Ausdauer
und Willenskraft. Alright. All deine Charaktere haben Werte in Ausdauer links und Willenskraft rechts. Ausdauer wird zu Beginn jeder Runde wieder voll aufgefüllt, Willenskraft nicht. Alter, ballert die Musik jetzt auf einmal. Oh, Moment. Muss mal kurz gucken. Ah, meine Frau hat das Headset lauter gedreht. Karten auszuspielen kostet Ausdauer und Willenskraft. Ein Charakter kann eine Karte nur spielen, wenn er genügend Punkte im jeweiligen Wert besitzt. Was Ausdauer... Was Ausdauer angeht, richtig? Ach, das sind Ausdauer und Willenskosten. I see, ich dachte schon, das wäre irgendwie Schaden oder sowas, aber der steht unten drunter. Es gibt verschiedenste Arten von Gegnern, wie du verfügen sie über Wit und Abwehr, verwenden jedoch eine Reihe verschiedener Fähigkeiten. Du kannst sehen, was dein Gegner als nächstes tun wird, indem du dir seine Ansicht ansiehst. Absichten. Diese Gegner beabsichtigen dich für jeweils 8 Schaden anzugreifen. Du kannst sehen, wen ein Gegner anvisiert, indem du über sie fährst. Das jeweilige Ziel wird dann rot hervorgehoben. Mhm. Alter, das gibt's ja echt hier scheinbar echt viel dann bald. Gegner greifen in der Reihenfolge ihrer Position an. Diese Gegner befinden sich beide in der vorderen Reihe. Später wirst du auch Gegner in der hinteren Reihe begegnen. Gut. Waffenkarten können nur von dem Charakter mit der jeweiligen Waffe gespielt werden. Ach, das sind die mit dem... ja, komischen... Banner? Das Symbol oben auf der Karte entspricht dem Symbol des Charakters. Versuche den Gegner mit dem schlichten Beil anzugreifen. Na gut, dann machen wir erstmal, was das Spiel von uns will. Okay, dein Charakter hat Ansturm erhalten. Mm. Ansturm ist ein Statuseffekt. Statuseffekte können zu verschiedenen Zeitpunkten im Kampf ausgelöst werden. Fahre über einen Status, um dir anzusehen, was er tut. Ansturm erhöht den Schaden deines nächsten Angriffs. Okay, schau mal, das nächste Mal, dass dieser Charakter angreift, beziehungsweise für jeden Angriff eines Mehrfachangriffs, wird der Schaden um die Stapel an Gedöns erhöht, Ansturm. Okay, das heißt also, erstmal hier Ansturm machen und dann am besten einen Mehrfachangriff. Gut. Okay, einmal, also dreimal einen Schaden. Gut. Na, wobei. Sollen wir das so machen oder sollen wir was anderes machen? Einige Karten greifen mehrmals gleichzeitig an, wie zum Beispiel Vorstoß, das dreimal einen Schaden verursacht. Bei mehrfachen Angriffskarten wird Ansturm auf jeden Angriff der Kette angewandt. Versuche, einen Gegner damit anzugreifen. Darf ich das... Ich kann das nicht wählen. Schade, sonst hätte ich das hier noch mitgenommen. Plipplopplop. Den hast du es gezeigt. Du hast keine Ausdauer mehr. Aber eine deiner Karten hat keine Kosten. Zeit, sie auszuspielen. Sollen wir... Warte mal. Klicke zum Bestätigen die Karte. Aber das wäre doch eigentlich gut, den hier mitzunehmen. Ja, egal. Gut, du kannst keine Karten mehr spielen, also solltest du deine Runde beenden. Am Ende deiner Runde wandern alle Karten in deiner Hand in den Ablagestapel. Zu Beginn der nächsten Runde ziehst du Karten aus deinem Ziehstapel in deine Hand. Befinden sich nicht mehr genügend Karten in deinem Ziehstapel, wird der Ablagestapel in deinen Ziehstapel gemischt und das Spiel geht weiter. Was ist das hier? Ah, wahrscheinlich verbrauchte Dinger. Gegner ist dran. Zack, au. Mach ihm den Gauss. Dieser Gegner möchte dir mehr Schaden zufügen. Das sollten wir verhindern. 2x3. Das würde aber auch einfach nur in unsere Rüstung gehen. Das ist also kein Problem. Setze scharfer Stahl ein, um ihn zu töten. Verursacht Waffenschaden und fügt 4 Blutung zu. Wie verursacht Waffenschaden? Lass mal gucken. 8. Wo auch immer das stand. Am Ende des Kampfes erhält deine Truppe Erfahrungspunkte, die unter den Charakteren aufgeteilt wird. Du kannst außerdem Floren erhalten und eine Karte auswählen, um sie deinem Deck hinzuzufügen. Wähle eine Karte aus, die du hinzufügen möchtest. Oh, ja, okay. Du musst aber keine hinzufügen. Okay, dann nehme ich das mit. Und? Das ist extra für den Bären. Okay. Sieht man da irgendwo, wer das alles machen kann, oder? Ja, schauen wir mal. Verleiht entsprechend... Moment, verleiht Schutz entsprechend der Gesamtmenge der Schutz der angrenzenden Charaktere in der Reihe. Das heißt, es wird nicht geklaut, sondern einfach nur drauf addiert. Kostet 3, das kostet... Alter, ist das ganze Zeug teuer. Na,
das ist so ein Ulti. Ich weiß nicht, ob ich sowas haben möchte. Verursacht Waffenschaden plus 8. Der Schaden, der von der Waffenkarte des aktiven Charakters verursacht wird. Ha. Ich glaube, da nehme ich lieber... ich nehme das Schutzding. Du hast nach 3 Runden den Sieg errungen. Mhm. Kesselmeld hat jetzt Stufe 2 erreicht. Okay. Stufenaufstiege. One character is leveled up. Schönes Deutsch. Dein Charakter ist eine Stufe aufgestiegen. Wenn ein Charakter Stufen aufsteigt, kannst du dich entscheiden, ihm einen zusätzlichen Punkt in Ausdauer oder Willenskraft zu geben. Du schaltest außerdem entweder ein Talent oder eine passive Fähigkeit frei. Passive Fähigkeiten sind Statuseffekte, die einem Charakter vor Beginn des Kampfes verliehen werden und nicht entfernt werden können. Talente sind einzigartige Karten, die nur der jeweilige Charakter spielen kann, genau wie Waffenkarten. Wähle deinen Charakter an und wähle deine Belohnung aus. Okay. Ausdauer oder Willenskraft aufwerten. Ja, ich... Komm. Machst du mal den hier. Okay. Dann gibt's hier Talente. Achso, das ist also keine passive Fähigkeit. Gut. Unterlegen verursacht Waffenschaden. Besitzt der Gegner keine Verbündeten in der Reihe, verursacht 2 weitere Male Waffenschaden. Oder 6 mal 2. Also vorne steht der Wert und hinten die wie oft Angriff. Genau, verursacht 2 mal 6 Schaden. Okay. Ein ausgewählter Verbündeter erhält sogar eine Ausdauer. Nice. Komm, das nehmen wir jetzt mal. Aber ich konnte keine passive Sache wählen, oder wie? Huh. Glückwunsch, du bist siegreich aus dem Kampf hervorgegangen und hast deinen Begleiter gefunden. Wähle einen alten Freund, um ihn in deine Truppe aufzunehmen. Jegliche Karten, die er bei sich trägt, werden deinem Deck hinzugefügt. Ein alter Freund. Überfall. Na super. Oh nein, du wurdest überfallen. Überfall blockiert die verbleibenden Pfade. Wenn du eine beliebige dieser Karten bewältigst, werden sie alle entfernt. Ja, weil überall nur eins steht. Ja, was nehmen wir denn? Das hier sieht nach Abwehr aus. Das hier sieht nach bösen Angriff aus. Warum ist das jetzt eigentlich ein Bär geworden? Der wurde mir doch als Wolf angezeigt. What the hell? Komm, wir nehmen mal den hier. Gucken wir mal, wie das zu zweit funktioniert. Er hat weniger... Wow. Okay, gegnerische Reihen. Gegner in verschiedenen Reihen greifen in abwechselnden Runden an. Die Reihe, die als nächstes angreift, wird durch die rote Leiste zu ihren Füßen angezeigt. Wenn du alle Gegner des aktiven Rangs tötest, wird die gegnerische Runde übersprungen. Hm. Karten werden vom aktiven Charakter ausgespielt. Karten können nur gespielt werden, wenn dieser Charakter über ausreichend Ausdauer und Willenskraft verfügt. Waffen- und Talentkarten können nur von ihren Besitzern gespielt werden. Karten in deiner Hand werden farblich hervorgehoben, wenn sie von einem aktiven Charakter gespielt werden können. Okay. Das ist interessant. Mhm. Klasse. Nun, da du einen Begleiter ausgewählt hast, kannst du seine Waffenkarte ausspielen. Er hat den Zweihänder ausgerüstet. Der Zweihänder greift eine gesamte Reihe an. Wow! Versuche einen Gegner in der aktiven Reihe anzugreifen. Das wäre die vordere Reihe. Moment, da gucken wir gleich mal, ob wir da vielleicht noch ein bisschen was machen können. Er hat... Ich kann wahrscheinlich nichts anderes auswählen, ne? Okay. Zock. Puh, sieh dir diesen Schaden an, aber Moment. Wenn du über die beiden vorderen Gegner fährst, siehst du, dass beide deinen Bären angreifen wollen. Das ist eine Menge Schaden. Einige Karten verleihen zusätzliche Abwehr, aber noch besser wäre es, den Angriffen auszuweichen. Okay, Angriffsabsichten. Ja, wenn du über die Gegner fährst, siehst du das. Es erscheint jedoch auch ein Symbol in der Mitte des Bildschirms, das angibt, wie sie deine Gruppe angreifen. Dieses Symbol bedeutet, dass diese Gegner den vordersten Charakter in der angezeigten Bahn... Okay, lesen wir erstmal. Angreifen. Diese Art von Angriff wirst du häufig bei Gegnern sehen, die mit Nahkampfwaffen angreifen. Es gibt auch ein Symbol in der Mitte des Bildschirms. Ha! Huh. Zum Glück kann man diese Art von Angriff ausweichen, indem sich der Charakter in eine andere Bahn oder hinter einen anderen Charakter bewegt. Achte in letzterem Fall nur darauf, dass der vordere Charakter den Schaden aushalten kann. Ah, ja, ja, ja. Was für ein Glück, du hast Rückzug gezogen. Oh mein Gott, was für ein Zufall. Damit kannst du deinen Charakter an eine andere Position bewegen. Dabei wird der eine Punkt Willenskraft deines Bären für dieses Gefecht zwar verbraucht, doch auch für das ganze Gefecht. Okay. Doch dafür entgeht er beträchtlichem Schaden. Spiele Rückzug, um deinen Bären in eine andere Bahn zu bewegen.
Sollen wir den dann in eine andere Bahn, heißt eigentlich weiter hinten, ne? Klasse, jetzt ist dein Bär sicher, hat jedoch keine Ausdauer mehr. Wechsel also zurück zu deiner Maus, um weitere Karten zu spielen. Okay. Du hast Vorstoß in deiner Hand, aber ohne Ansturm verursacht die Karte nicht sehr viel Schaden. Aber zum Glück haben Mäuse da noch ein Ass im Ärmel. Okay, Speziesfähigkeiten. Spiel gefällt mir, dass das so... Ja, dass du viele Sachen haben kannst. Jede Tierart hat ihre eigene einzigartige Fähigkeit. Sie kostet eine Willenskraft und kann jederzeit im Kampf eingesetzt werden. Fahre über die Schaltfläche der Fähigkeit, um ihre Beschreibung zu sehen. Ansonsten kannst du auch alle Fähigkeiten über die Auswahl Freischaltungen im Hauptmenü einsehen. Verleiht für jeden Treffer des Angriffs 3 Damage und entfernt Stärkung und Schaden vom Ziel. Okay, das hatte ich jetzt hier düppeln, ja? Die Fähigkeit der Maus verringert die Stapel an Ansturm und Raserei eines Gegners. Achte im späteren Spielverlauf auf diese Statuseffekte. Aber sie verleiht deinem Charakter außerdem 3 Ansturm für jeden Treffer des Angriffs. Klicke auf die Fähigkeitsschaltfläche am oberen Bildschirmrand, um zu aktivieren. Gut, dann haben wir das hier als Symbol. Jetzt könntest du entweder Vorstoß oder Hieb spielen, jeweils mit einem geringfügig unterschiedlichen Ergebnis. Versuche Hieb gegen einen der vorderen Gegner einzusetzen. Das wird deine Fähigkeit zwar nur einmal auslösen, verleiht dir jedoch Ansturm für Vorstoß. Das verleiht mir dann Ansturm? Warum das denn? Fantastisch, jetzt fügt Vorstoß seinem Ziel insgesamt 12 Schaden zu. Es wäre eine Verschwendung, den Angriff gegen den verbleibenden vorderen Gegner zu spielen. Also setzt Vorstoß stattdessen gegen den hinteren Gegner ein. Gegen den verbleibenden vorderen Gegner? Toll, dann leben ja alle noch. Keiner deiner beiden Charaktere kann weitere Karten spielen. Ja, schön. Gut, dass mir das Spiel gesagt hat, ich soll den angreifen, obwohl, ja, na egal. Und die greifen den Bären nicht mal an. Interessant. Todesstoß. Spiele deine verbleibenden Angriffe, um die Gegner zu töten. Ja dann. Zack. Was ist das? Keine Gnade. Fügt den Gegner mit der niedrigsten Vitalität. Er kostet nichts. Interessant. Gut. Gut, gut, gut. Cleaning up. 141 Floren und kartenmäßig. Schauen wir mal. Verursacht 8 Schaden, verleiht einem anderen Verbündeten 2 Ansturm. Das, ich mag Ansturm, nice. Wähle ein Ziel, ist die Position vor ihm frei, wird das Ziel dorthin bewegt. Okay. Da kannst du wahrscheinlich Leute von der hinteren Reihe nach vorne ziehen, damit die vielleicht keine Fähigkeiten einsetzen können, die nur hinten funktionieren. Befindet sich der aktive Charakter in der hinteren Reihe, verursacht 6 Schaden, die vordere Reihe erhält 6 für jeden Charakter in der hinteren Reihe. Okay. Nehmen wir mal hier das Zangenmanöver. So, ihr seid abgelaufen, das heißt, wir haben hier den Weg frei. Glückwunsch, du hast das Tut abgeschlossen. In einem gewöhnlichen Spiel würdest du von hier aus die Stadt betreten und dich in die Straßen von Dämmerburg hinauswagen. Kehre ins Hauptmenü zurück und ziehe gegen Hausender in die Schlacht. Gut, First Steps haben wir hinter uns. Und dann sind wir ja wohl fertig. Was habe ich jetzt? Immer noch nur 2. Dann. Das bringt's ja auch voll, ne? Okay, beginnen wir die Kampagne. Wir haben Islington und Fortright. Kann man die eigentlich... Ach halt, hier oben ist das. Kann man die umbenennen? Nee. Islington Rose. Und Catelyn Fortright. Okay. Gut, gut, gut. Und was ist das hier? Ach, Fallen. Ah, okay, da kannst du hier noch ein paar Sachen machen. Okay, wir haben Tunnelmauern, vergessener Tunnel. Was ist das? Auf beiden Seiten grüßt dich scharfer Moos. Ach so, das ist versperrt. Okay. Rausgelächter schallt durch den dunklen, feuchten Tunnel. Die Ender werden nicht wissen, wie ihm geschieht. Ja dann, du trittst aus der Dunkelheit und findest dich in einer der Wachkasernen wieder. Wo seid ihr schon hergekommen? Ihr dürft ja nicht sein. Ja. Dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen.
Das hier ist jeden Kampf verfügbar, oder? Wahrscheinlich. Dann wäre das eigentlich... Komm, dann machen wir das sofort an. Werfe eine Karte auf und verletten nochmal Gedöns. Warte mal. Du kannst ja... Ach, das geht nur auf einen. Wen greift ihr denn an? Einer auf die Maus und einer auf dich. Das hieße, die Maus... Okay, wir sollten den da auf jeden Fall töten. Heißt auch... Warte mal. Klicke zu bestätigen auf die Karte. Genau. Moment, wirft der eine zufällige Karte ab? Nee. Dann machen wir das Standfest weg. Es lebt noch. Es lebt noch. Ich pack's nicht. Au. Da ich mal auf die Mütze gekriegt. Supi. Ah gut, ich hatte keine Karten mehr, ich wollte schon sagen. Moment. Ach, du hast ein zwei... Ach, du hast... Okay. Zock. Einen hast du noch. Ach, das Beil ist für dich. Ja, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Aber das wird schon irgendwie. Dann ausgeruht. Entferne alle Erschöpfungstoken. Verleiht 3 Life, ja? Ach, 3 Erholungen. Am Ende einer Runde hält dieser Charakter Vitalität in Höhe der Stapel von Erholung. Okay. Blutdurst verursacht 3 Schaden, wenn das Ziel stirbt. Ziehe 3 Karten. Und das haben wir auch gerade schon gesehen. Ja, das mit Erschöpfung haben wir noch nicht gesehen. Komm, dann machen wir das hier. Heilt ihr zwischendurch? Müssen wir aber gleich mal gucken. 22. Dann betreten wir mal die Stadt. Du öffnest die Luke und betrittst die Stadt. Okay, da gibt es nur Gefechte. Was ist das hier? 16. 16 Runden lang? Ich muss 3 Gefechte besiegen? 5! Wappne dich für den Kampf. Ja, dann... Gucken wir mal. Auf wen geht ihr? Ihr geht... Okay, du gehst hier oben hin, du gehst da unten hin. Das hieße... Wir müssten... Okay. Versuchen wir mal... Das bist du. Fünf Schaden, einmal 3. Das kannst du auch machen, ja? Okay. Dann ist. Ja, hier haben wir ihn schon mal weg. Sollen wir den nach? Komm, den heben wir uns noch auf. Das geht voll ins Schild, ne? Okay. Er hat sich nach hinten verzogen. Interessant. Interessant. Verlass einem Truppmitglied 5 und bewegst ihn dann in eine andere Position. Auf wen gehst du? Auf den Bären? Ja, du. Halt, stopp. Doch. Mach das mal. Dann kannst du ja hier... Warte mal, was hast du eigentlich hier? Entferne alle Stapel von Blutungen, Gedöns und bla und hier und... Okay, für jeden Stapel kriegst du einfach Verteidigung. Und du... Okay, das macht ein bisschen Damage. Wie viel hast du noch? 2. Ja, dann nehmen wir das hier. Zack! Nice! Durchbohren verursacht 8 Vitalitätsschaden. Oh, interessant. Da kannst du schön durch das Schild. Krasse Karte. Oberhand. Verursacht 6 Schaden, fügt Oberhand zu. Was ist Oberhand? Wenn dieser Charakter... Achso.
einem Gegner insgesamt 30 Schaden zufügt, erhält er plus 1 Max Ausdauer für diesen Kampf. Verursacht Schaden, entsprechend der Stapel gelähmt. Ja, dann ist das mit dem Durchbohren. Das hört sich doch gar nicht mal verkehrt an. Ach, das geht. Ah, okay, man muss sich für eins entscheiden. Schauen wir mal. Machen außer Dienst. Diese rüpelhaften Gesellen stinken nach Schnaps und anderen Lastern. Überlässt du sie sich selbst, werden sie sicher einfach umkippen, aber wenn es nötig wird, könntest du sie auch aus dem Weg räumen. Am Straßenrand siehst du eine heruntergekommene Zufluchtsstätte. In ihren Torbogen kauern kranke und wimmernde Gestalten. Oh. Oder eine Trainingsübung. Das gibt mir einfach 350 Floris. Eine athletische Wölfin steht neben einigen von zahlreichen Schwerthieben gezeichneten Trainingsmarionetten. Sie sieht aus, als würde sie ihr Handwerk verstehen. Werte erhöhen. Ach so. Bei Ablauf betrunkene Wachen erscheinen. Chance auf Heilung oder Werte erhöhen. Aber hier ist 350 Floris plus. Soll ich das zahlen oder? Wir gucken einfach mal. Als du dich näherst, mustert dich die Wölfin mit erprobtem Blick und nimmt ein Trainingsschwert von einer Stange. Womit kann ich euch behilflich sein? Fragt sie in einem freundlichen, doch zugleich auch strengen Tonfall. Ihr seht erfahren aus, doch es gibt immer Raum für Verbesserungen. Okay, wir können nur gehen. Das, also plus 350 Floris war wohl, dass wir das zahlen müssen. Das ist schade. Das ist schade. Dann kämpfen wir also nicht gegen die betrunkenen Teile. Oh, die werden uns wahrscheinlich irgendwann... Okay. Auch interessant, dass das jetzt hier... 15 sind und nicht 14. Wegbiere Truppe umheilen. Ein zufälliges Gefecht ablegen. Ja, komm, wir gucken mal. 300 Floren. Eine ausgesehene Gelegenheit, um diesen Narren jeden letzten Floren aus der Tasche zu ziehen. Ihnen steht Schlimmeres bevor, wenn sie für ihr Verhalten gestraft werden. Jo. Dankeschön. Dann hätten wir uns auch das andere leisten können. Was ist das denn? Ein Elitekampf, oder? Warum ist es hier extra böse? Das Scheppern von Stahl erregt deine Aufmerksamkeit, als mehrere gepanzerte Soldaten deinen Pfad kreuzen. Ihre von ihren Helmen gedämpften Stimmen schleudern den Bürgern Beleidigungen entgegen, während sie sich ihren Weg durch die Menge bahnen. Das bleibt länger da. Okay, wir nehmen ein normales Gefecht. Wir nehmen ein normales Gefecht. Okay, das würde 5 Schutz verleihen. Auf wen geht ihr denn alle? Okay. Wenn wir den da rausnehmen, muss ich bei ihm trotzdem noch ein bisschen Schutz dazu packen. Das könnte ich machen, oder? Wir nehmen einfach das hier. Ja, dann solltest du jetzt aber irgendwie zupacken, ne? Ich Vollidiot, ich hätte das dann mitnehmen sollen. Oh. Ne, das passt so. Das passt. Die Schose blocken wir. Nice. So, mit deiner Axt. Ist der Dulli weg? Und der Dulli ist weg. Schnieke! Islington und Fortroyd haben jetzt Stufe 2. Nice. Schauer des Todes verursacht 10 Schaden. Wird das Ziel getötet, erhältst du 2 Ausdauer. Oh, nice. Nice. Jede verdorbene Karte. Das hört sich nicht so gut an. Das verursacht 5 Schaden, aber wenn das Block durchbrochen wird... Ah, durchbrochen heißt aber, glaube ich, nicht von wegen, er hat keinen Block von Haus aus, ne? Ich glaube, ich nehme das hier. Wenn wir jemanden töten, damit kriegen wir nochmal 2 Ausdauer zurück. Gut, 2 Charaktere sind Stufen aufgestiegen.
Es sind immer nur Talente. Wieso keine passiven Sachen? Wieso kann ich keine passiven Dinger wählen? Weil das erst noch kommt oder muss ich da auf Verzichten drücken? Lass mal hier schauen. Auch nur Talente. Das hier ist schon krass, aber das können wir nicht spielen. 4x3 verleiht 5 Konter. Wenn immer dieser Charakter Schaden durch einen Angriff erleidet, fügt er dem Angreifer Schaden in Höhe des Stapels von Konter hinzu. Während die Block des Ziels durchbrochen, werden die Kartenkosten erstattet. Das könnten wir erst in einem weiteren Level spielen. Komm, ich nehme das jetzt trotzdem. Auch wenn wir es noch nicht spielen können. Dann Waffenschaden plus 5. Das verleiht 2 erschöpft. Auf sich selbst nehme ich an. Ein Ausdauer wird er verloren jeweils. Wenn immer dieser Charakter Schaden durch Gift erleidet, erhält ein zufälliger Verbündeter 3 Heilungsgedöns. Wandelt jede... ich weiß nicht. Ich nehme das Ding jetzt mal. Ich möchte gucken, wem wir die Ausdauer... oder ja, wer Ausdauer verliert. Jetzt scheint ein guter Moment zu sein, sich auszuruhen. Ach, hier bei Mentor. Deck anpassen. Okay. Chance auf Verbesserung. Das wird ein wenig Schneid erfordern. In den widrigsten Umständen findet sich neue Kraft. Chance auf Verbesserung oder Deck anpassen? Ich nehme mal hier die Chance auf Verbesserung. Ein paar Ender sind dir auf der Spur. Du biegst um eine Ecke und findest dich scheinbar in einer Sackgasse wieder. Fortright ruft, hier drüben eine Luke. Pah, das verfluchte Ding ist verschlossen. Aufstimmen. Fortright kriegt eine Ausdauer. Oh ja, das ist perfekt. Verliert aber 10 Wit. Okay, das nehmen wir jetzt mal. Fortright schmettert mit der Waffe gegen das Schloss, bis es sich endlich öffnet. Schnell hier rein. Fortright schließt die Luke, doch nicht ohne im letzten Augenblick von einem Pfeil in der Schulter getroffen zu werden. Ihr verschwindet in den Schatten. Okay, das war's mir fast schon wert. Hör mal, Suchtrupp. Puff. Aber damit können wir jetzt die eine Karte spielen. Die wir erstmal nicht haben. Was ist das denn hier? Ach, der geht auf beide? Okay. Wow. Das ist etwas schmerzhaft. Nee, den mache ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall sollten wir erstmal keinen Schaden kriegen. Oh oh. Er ist aber auch böse, ne? Alter Lachs. Waffenschaden und 4 Blutungen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Kann der von hinten auch angreifen? Der wird sich... Ah, der wird eine Runde... Das verursacht Waffenschaden plus 5. Das hieße... Der würde doppelt aufs Maul kriegen. Danach kannst du nur nichts mehr machen. Ungünstig. Du kannst auch nicht alles spielen. Mhm.
der ist weg. Ja, auf die gehen wir auch gleich. Das wird jetzt ein bisschen schmerzhaft werden. Die haben die Position geändert. Auch interessant. Das kannst du nicht spielen. Na super. Das kann er nicht spielen, aber du kannst das machen. Moment, das ist bei dem... Ach, das ist bei ihm, das ist nicht bei dir. Kacke, das macht zu wenig. Okay, er blutet jetzt. Dann kann ich das da machen, ne? Na, immerhin Rüstung gekriegt. Er swiped auf alles. Er swiped auf alles. Lass mal gucken. Er hat keine Rüstung. Dann ist das irrelevant. Okay. Donate. Erhalte eine Karte. Und ja, wir machen ein bisschen länger. Die erste Folge gucken wir uns ein bisschen länger an. Verursacht Waffenschaden und fügt ein Überwältigen hinzu. Oh. Okay, da macht jeder mehr Schaden drauf. 8 Schaden ist der finale Schaden, 13 oder höher, verleiht 2 Ausdauer und 4 Regen. Ist der finale Schaden von den 8 Schaden höher als das? Komm, wir nehmen das mal mit, das ist kostenlos. Also zu spielen. Attrappe. Du siehst dich einen Karte wählen, auf diesen Part bewegen, plus 1 auf ihren Zähler. Oh. Ach so, plus 1 auf. Was? Wie? Wann? Was? Okay. Kreuzung. Die Straße bis zu dieser Tiefe überwinden. Vor der Teil sich die Straße durch die Menge zurückkehren, wird schwierig sein. Oh. Ach, das macht alles auf den gleichen. Oh. Okay. Dann noch ein Gefecht. Ich brauche irgendwie eine Heilung demnächst. Irgendwie eine Heilung. So. Dann. Die Kartenkosten werden erstattet, wenn wir die Rüstung durchdringen. Was wir gemacht haben. Nice! Alter Lachs! Sind die 8 Vitalitätsschaden Standard? Du machst 2x4, du machst 8, aber was ist das? Wir machen erstmal hier einen rein. Nice! Haben wir schon ordentlich aufgetreten. Ich weiß nicht, was das ist. Dieser Charakter verleitet 25% mehr Schaden durch Angriffe. Okay. Und dann geht er auf den anderen. Mhm. Wir müssen eigentlich nichts blocken. Dann werfen wir den Schutz. Ja, Schutz abwerfen. Zack. Schade, dass wir da nicht regenerieren. Fügt 3 Gift hinzu. Giftklinge, wie nice. Versuch zu Beginn der Runde des Ziels Schaden in Höhe der Stapel von Gift. Okay, das kannst du mit einem Mehrfachangriff kombinieren wahrscheinlich. Das könnte interessant werden.
Hartnäckigkeit, Kampf oder Flucht, Messerverkäufer. Oh, du kannst eine Waffe kaufen, Elitekampf, verleiht Hartnäckigkeit. Beginne den nächsten Kampf mit 15 Rüstungen. Die Frage ist nicht, wie fest du zuschlagen kannst, die Frage ist, wie viel du einstecken kannst. Okay, das nehmen wir jetzt mal. Karte kaufen. 100 Erfahrungspunkte. Infos. Das wird uns jetzt gerade nichts direkt bringen. Ich weiß nicht, ich meine momentan Elite-Kämpfer, aber Fortnite ist schon ein bisschen... Die sind beide ein bisschen angeknackt. Dann nehme ich das jetzt trotzdem mal, damit wir nach dem nächsten Kampf was machen können. Medizin hört sich aber auch gut an. Das ausdruckslose, maskierte Antlitz des Pestdoktors wendet sich dir zu, als du dich näherst. Ansonsten bleibt die Gestalt völlig regungslos. Ihr ausgestreckter Arm klammert sich an eine Stange, an deren Ende eine seltsame Laterne hängt und mit ihrem Licht eine Reihe wächserner Fiolen erleuchtet. Salben, murmelte Dr. Heiser. Die Lampe hält sie frisch. Was kann ich für dich tun? Halt 10 wird jedes Mal, wenn das diese Karte gespielt wird, verringert sich ihr Wert um 2. Okay, das hier gibt keinen Preisvorteil. Und das ist nochmal extra teuer. Ich nehme mal eine. Vielleicht nehme ich auch 2. Zögern. Bei Ablauf, Truppe leidet 5 Schaden. Oh, es gibt keine Zeit zu verlieren. Zögere und du wirst es bereuen. Gehe auf Konfrontationskurs. Dann machen wir das aber auch. Ach so, okay. Dann machen wir einen Elite-Kampf. Er ist noch eine Weile. Ach du Scheiße. Da seid ihr. Ertönt eine Stimme, als du aus einer engen Hintergasse auf die Straße hinaustrittst. Macht sie fertig. Ja, dann. Wow. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Sowas von tot. Sowas von tot. Okay, wir müssen uns erstmal um die Vorderen kümmern. Aber das habe ich aktiviert, ja. Gleich mal alles. Ja, super. Na, super. Jetzt sind die hinteren auch noch dran, ne? Du hast 5. Wenn ich jetzt ein Giftklinge drauf mache. Ach. Das geht einfach nur auf ein Ziel, nicht auf sich selbst. Ah, ja. Okay. 4x3 Schaden. Und wenn wir das. Den Block durchbrechen, damit kriegen wir ein bisschen was. Oi da. Ach Gott. Ich muss ihn echt schützen, weil er weniger Vitalität hat. Alter Lachs. Ach, er kann danach direkt keine Karte. Ach du Scheiße, ich hätte... Okay. Dann habe ich das auch schon mal rigoros verkackt.
Aber sowas von. Alter. Fuck, das war mit Rüstung. Scheiße, und das ist nur für ihn? Oh, crap. Okay, das kann nicht gut gehen. Das kann sowas von nicht gut gehen. Bärchen ist tot. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh crap. Ja, das ist jetzt völlig egal. Wir sind tot. Da kannst du auch nichts mehr dran ändern. Moment, er stellt sich nur um? Oder was ist das hier? Ja, den kriegen wir eh nicht raus. Okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, also Elite-Kämpfe sind schon krass. Also, nehmen wir mich selbst, Elite-Kämpfe meiden. Alright, gut zu wissen. Aber gegen 5 Gegner ist auch schon krass. Aha, okay. Wir haben ein paar Waffen freigeschaltet. Gut. Rebmesser, Hellebarde, Zweihänder, interessant. Ich habe nichts geklickt. Okay, es gibt Wiesel. Ist rekrutierbar? Rekrutierbar. 85 EP zum Freischalten in Tavernen rekrutiere. Okay. Da hast du hier alles Mögliche, um deine Spezies zu verbessern. Interessant. Okay. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge ein neues Spiel an. Und dann meiden wir auf jeden Fall Elite-Kämpfe. Aber das Spiel ist schon. Das wirkt richtig nice. Ich mag, dass du verschiedene Spezies hast, dass die alles ein bisschen was anders können, dass du kontinuierlich Sachen freischaltest. Das gefällt mir. Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis dann und ciao.